Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun und heute die Runde am Montag nach Feierabend. Ich habe mir auch ein koffeinhaltiges Heißgetränk dabei geholt und dann schauen wir erstmal, was liegt heute an. Gegnerische Nichtschwierigkeit aus der Deckung getötet, okay. Geschäft in Rhodes besucht, das kriege ich hin. Zum Staudamm mal eben rüberreiten, Prairie Hühner. Schafgabe sammeln, ja. So, gesuchte Person. Oh, mit Verfolgungsfall markiert. Steckt wie von New Austin. Abgeliefert. Oh, Spielerkopfgeld. Das wird nix. Distanz mit dem Wagen. Geld verdienen. Und kleine Tierkadaver spenden. Dann schauen wir doch gleich mal. Familienerbstücke, Fossilien und Gegenstände mit Spaten gefunden. Jetzt haben wir dann mit der Band gespielt. Eigenen Schwarz- und giftigen Schwarzgebrannten hergestellt. Okay. Für Mondtante und Zähigkeitstonika. Ja dann, also, wie angekündigt, wird das jetzt immer... Oh, wir können noch gar nicht so viel spenden hier. Das schauen wir doch erstmal, ob ich hier 10 kleinen Tiere noch loswerde. Habe ich irgendwo 10 Ratten auf dem Schlag oder so? 8. I suppose this will do. Good stuff. Very nice. So. Damit wäre die Sache schon mal erledigt. Dann hauen wir uns ein Tarntonika rein. Tonikum. Oh. Ja, das ist halt wichtig. Ne? Also, wo war ich stehen geblieben? Wie angekündigt, werde ich natürlich immer eine kleine Runde online zocken, aber eben nicht mehr alle neuen Rollen und Herausforderungen durchziehen. Ihr wisst selbst, wie das geht. Und ich denke, so um die 20 Minuten geht dann so eine Runde. Und dann werde ich mich ein bisschen mehr der Story widmen. Irgendwo hier wächst Schafgabe, da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist sie. Können wir die schon mal einsammeln? Ja, das mit dem Lager ignoriere ich jetzt. Solche Aktionen ziehen sich ja wie Kaugummi. Dann lassen wir mal besser. So, wir reiten mal eben zu dem Damm. Wir müssen sie nicht alle retten. Schade, es ist nicht kalt genug. Dann hätten wir den Zähigkeitstonikum auch schon nehmen können. Ja, ja. Ah, die machen richtig Theater. Warte, hier oben mal eben gucken, ob da zufällig... Boah, guck mal, wie viele da kommen. Kommen die auch hier? Ne, das machen die nicht, ne? Warten da artig. Also, hier wollte ich gucken, da ist nix. Oh, you're back. I just about given up on you. Feel free to peruse the wares. Hier ist auch nix. Dann reiten wir Richtung Staudamm. Aha. Da ist er. Ja. Ich dachte, der macht's nicht mehr lange. Oh. Ich mach's nicht mehr lange. Ich
Ich dachte auch, den hätte ich besser erwischt. Aber man soll ja auch nicht denken. Handeln ist hier angesagt. Ich wollte hier eigentlich Kräuter sammeln. Oh, da habe ich mal genug von. Was wächst hier denn? Da habe ich auch genug von. Das Hütchen können wir wieder aufsetzen. Ach, Kamins habe ich auch, das gibt's doch gar nicht. Da fehlt mir echt nur Schafgarbe. Was wächst da denn noch so? Aha! Hier wächst auch Schafgarbe, ja dann. Haben wir das Gold ja schon zusammen. Oh, 0,25 gibt es. Da muss man ja aufpassen, dass man nicht gierig wird, ne? Also hier tickt irgendwas. Was ist das denn dann? Ist das hier? Soll hier irgendwo sein. Ah! Ich zeige euch das mal. Hier. Da ist es. Und was ist da? Ein Gesetzloser. Ignorieren wir auch. Oh, mal ein bisschen hier. Wird geloben. Jetzt wollen wir ja so ein bisschen den Gesetzlosen da umreiten. Ah, da habe ich jetzt echt keinen Nerv zu. Soll ja eine entspannte Runde nach Feierabend hier werden. Da hinten zu dem Staudamm. Und wie gesagt, es geht ja nur darum, dass die Serie nicht abreißt. Wer die Story gespielt hat oder sich natürlich die Folgen angeschaut hat, der weiß, wie schön das ist. Also das ist einfach... mit Liebe zum Detail gemacht. Das ist unglaublich. So, da kommt das Gold. Passt mal auf. Da ist es doch schon. Und wo ich gerade hier bin, da checken wir auch mal einen dahin. Die üblichen Verdächtigen, nicht wahr? Steht da. Oh, Biber. So, der Schwarzgebrannte ist auch fertig. Dann können wir dann nachher auch was trinken. Habe ich auch. Das gibt's doch gar nicht. Sonst sind so manche Kräuter Mangelware hier. Und während diese Folge dann hochgeladen wird, kann ich mich dann entspannt um die Story kümmern. Das dauert man immer ein bisschen hier. Und in der Story, Mensch, da müssen wir ja Arthur nochmal schicke Klamotten anziehen.
was ich da noch alles machen muss. Darf. Müssen ist das ja gar nicht. Und nicht, dass ihr das falsch versteht. Also, mir macht online richtig Laune. Aber ich denke, zum Zuschauen ist es irgendwann... Es wiederholt sich. Oh, was steht da hinten? Aha. Ja, das war schlecht. Hätte ich vielleicht besser das, ein anderes, das Scharfschützengewehr genommen. So, mal gucken, ob wir der Fährte noch folgen können. Angeflickt ist er, denke ich. Ja. Ja, gefühlt ist er auch ruiniert. Ne? Ah, da ist er. Das gibt's doch nicht. Ja, ich soll dann noch ein Geschäft in Rhodes besuchen, dann kann ich ihm auch was verkaufen, finde ich, oder? Dass wir wenigstens die Reisekosten raus haben. Oh, dann nehmen wir hier nur das Fell mit. Sollte ich ja giftigen Schwarzgebrannten machen. Mann, entsorgen wir den mal da. Und schon geht's ab. Na, Rhodes. Zweimal. Da haben wir das Gold. Oh, im Sack. Jawohl. Und dann geht's nach Rhodes. Für eine Handvoll Dollar. Ha? Na klar. Also alles, was auf dem Pferd ist, kann weg. Was sagt die Temperatur? 21 Grad. Könnten wir uns ja mal umziehen. Vielleicht wird uns dann gleich warm. Die Karte nehmen wir natürlich mit, die lassen wir ja nicht liegen hier. Oh. Ach, die können... Können sich ruhig, also, die können sich ruhig erledigen. Das macht gar nichts. Da kümmern wir uns nicht weiter drum. Habt ihr das gesehen? Das lacht da so entspannt, ne?
Oh, 23 Grad, sehr gut. Der Tag erwacht, es wird wärmer. Ich wollte eigentlich das Pferd füttern hier. So. Und hier so ein paar Stellen abreiten. Schon mal das ein oder andere rumliegt. Also wenn hier so, ne, noch der Dunst aufsteigt, richtig Nebel, ist es ja gefühlt nicht mehr. Ich finde, das hat schon was, oder? So von der Lichtstimmung her. Ist dann Schmuckreiher. Da, da. Seidenreiher. Also für alle, die das Spiel neu beginnen, auch hier gibt es, glaube ich, schon mal da hinten in der Ecke Schmuckreiher. Da braucht man ein paar Federn von. Und sich ein Amulett oder ein Talisman bei Gas machen lassen. Ich glaube, das erhöht die Chancen. Auf perfekte Fälle. So, ich wollte eigentlich gucken, ob da hinten was ist, aber es würde ja, glaube ich, dann schon von hier aus irgendwann mal glitzern. Oh, hier sind aber auch... Ich das an der... Oh, oh, jetzt werde ich gefressen. Das war knapp. Ja, wie selbst schuld. Was mache ich hier auch so ein Quatsch? Ja. Mein armes Pferd. Weiß gar nicht mehr, wo sie, ne, wo es herlaufen soll. Ja, wir hauen jetzt auch ab. Komm. Wir haben uns hier umgeschaut. Das reicht. Das Pferd ist ganz nervös. Bekannte Ecke. Hier muss man immer gucken, ob hier noch ein Vogelei hängt im Baum. Ist aber nicht so. Weiter geht's. Wieso wird denn das jetzt kühler? Gehört. Jetzt nehmen wir erstmal das hier. Was sollte ich sonst noch machen als Naturkundler? Ich hab's vergessen, das doch. Legendäre mit den 5 Hormonen gefunden. Okay, wir steigen mal ab. Ich glaube, das ist ein legendärer Panther, da klappt das nicht immer. Da kann man das schön machen und trotzdem geht's schief. Ja. Also, zeigt das jetzt an, aber eben nicht. So, da kommt noch einer. Ja, bei dem bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Da geht's schon los. Ach, da ist er schon. Den habe ich übersehen. Ja, jetzt war's das. Da konnte ich mich nie entscheiden. Ich muss auch gestehen, habe ich jetzt auch echt keinen Bock drauf.
Machen wir mal lieber was anderes. Präriehühner, gut, das wird ja alles nichts hier. Kopfgeld habe ich keine Lust zu, Händler. Ja, wird ja ewig dauern. Und das jetzt abzukaspern. Wir düsen nachher, also selbstgebrannten hier. Antonika, da. Und das funktioniert ja nicht. Dann machen wir es anders. Es geht ja darum, entspannt nach Feierabend zu spielen und hier nicht. Riesenaufstand zu proben. Also, auf zur Schwarzbrennerei. Wieder für eine Handvoll Dollar. Ja. Dann trinken wir mal eben ein. Und dann ist die Schwarzbrennerei noch gar nicht da. Ne, hier ist wirklich nichts. Ihr habt die Aufgaben ja gesehen. Ihr wisst, wie es geht. Gönnen wir uns mal eben ein. Ah, ist die Bahn nicht schön. Ein Traum. So. Dann trinken wir uns hier einen, dann geht's zurück. Auf euer Wohl. So, runter damit. Und das ist ja bei 0,25, ne, da lohnt es. Wenn ich nur wüsste, was ich mit dem Gold noch anfangen soll. Oh, nur essen. Da ist mal was Gesundes. So. Ab nach Hause. Sind wir schon wieder. Dann machen wir Schluss. Das war die Runde am Montag nach Feierabend. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.